Jetzt bin ich hier quasi am Strand, gehen Richtung Norden. Ja, dann gehe ich jetzt einfach mal Lager Norden, komm. Und dann? Keine Ahnung. Gibt es da noch was im Buch? Die drei Sachen im Buch, was heißt denn das, die drei letzten? Gehen? Moment, ich komme rüber zu dir. Bei mir stand, soll ich es nochmal vorlesen? Bei dir? Nee, nee, ich habe das im Chat gehabt. Ich bin jetzt schon bei der allerletzten Zeile. Genau. Die 7. Ach, das ist eine 7. Gehen 7a. Gehen Ah, jetzt. 7. 7 wahrscheinlich Schritte. Und das dann heißt. Grabe, Glorios, okay. aber der Grabe. Servus. Im Lager im Norden 7 Schritte gehen. So hab. Pass auf, ich probiere das jetzt mal. Ist im Norden ein Lager? Warte. Vielleicht können wir es Ja, finden. oben beim Schiff ist es wahrscheinlich das Lager. Weil hier unten ist ja so ein Strandlager. Oben im Norden. Ich glaube, das ist das vom Schiff. Ist hier eine Pfanne? Aber Da ist eine was Pfanne, gehen da ist eine 7? Pfanne. Was 7? Achso, hier brauche ich noch Ach Holz. so, nach Norden graben wahrscheinlich. Bis zum Ich hab Lager Holz. gehen und 7 Schritte gegen Norden. Versuch das mal. Irgendwo an einem Lager 7 Schritte gegen Norden zu graben. Okay, mache ich. Strand, Lager, 7 Schritte Norden. Das So, könnte sein. Strandlager. Was ist denn da oben? Achso. Strandlager, 7 Schritte nach Norden. Na gut, das ist genauer Fels. Oh! Das Oh, war's! hab ich es gewinnt. Ja, geil! Aber wirklich nur aus Bruchteilen. Ja, Skill würde ich sagen, oder? Boah. Geil! Das ist ja nice! Das war. Respekt! Respekt! Hier am Ende stand halt zuwenden Strand, gehen Lager, zuwenden Norden und dann gehen 7 Graben. Alter, was willst du, weißt du, daraus jetzt einen deutschen Satz zu bilden? Ja, schön. Also, einfach, du hast einfach nur geschaut nach dem Ausschlussverfahren. Was könnte es denn für ein Lager sein? Es gibt ja bloß ein paar Ich Lager. hab mir gemerkt, zuwenden Strand, dann Norden, Lager, aha, und dann irgendwas mit 7 Graben. Okay, komm, warte, ah, das und dies. Mann, Mann, Mann. Geil. Okay, also, dann schauen wir noch die andere Quest an. Das ist im Untergrund, also eine Höhle müssen wir finden mit verbotenen Folianten. Die können mich jetzt mal. Ich gehe Nee, nee, einfach. das ist eine Aschentruhe. Ach so. Wir haben ja ohne Ende Dings, Ja. wir haben ohne Ende Schlüssel dabei. Schön. An dem verbotenen Folianten im Untergrund. Ich hab Lass das mich doch in Fleisch Ruhe mit vergessen. den Rätseln. Nee. Ich will dieses Spiel nicht mehr spielen. Kann man die Rätsel weglassen? Nein, das Fleisch verbrennt. Ah, das ist eine Ah. riesige Rauchfahne. Schau mal hier, es schaut voll Ja. geil aus. Ja. Egal. Ja, nee, ich hab's gesehen. Ja. Dann So, soll es im brennen. Untergrund. Ist das schon wieder die Höhle oder was? Ja, ist bestimmt dieselbe Höhle. Weil ich glaube, da sind auch Folianten drin. Ich kündige, Captain. Ich kündige, Captain. Wo ist denn unser Freund? Ich sehe ihn gar nicht mehr. Ah, habe ich. Juhu! Nice, sehr gut. Vergessener Schiffsbrüchiger im Osten. So mache ich jetzt die ganze Zeit Ausschussverfahren. Zwei Wörter reichen. Lass mich mit dem ganzen Text in Ruhe. Ah, da ist er. Juhu, dann mach du mal. Was müssen wir machen? 6 Schritte gen Nordosten. Nordosten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da. Nice. Der Schiffskin ist ja mega, ist der neue. Ja, auf jeden Fall, Jilorios. Der ist so geil. Ich hab's in Demon's Gaming auch gerade gesagt. Der ist jetzt mit der neuen. Hier, mit dem neuen Seemannsgarn. Herz aus Feuer. Wenn du das einmal durchmachst, dann bekommst du diesen Schiffsrumpf. Ich nehme Und die schon mal Geschichte mit. ist auch echt toll, haben wir gestern gerade gemacht. Danke. Jetzt haben wir drei Beiboote hier: zwei da hinten und eins drüben bei unserem Schiff. Weil unser Dude vorher noch ein Beiboot mitgebracht hat. Er war ja. Wenn man Skill hat, kann man sowas machen. Aber da ist mit der Ja. Blunder. Ich fange schon gar nicht an, mit der Blunder den Mund aufzureißen. Wenn ich eine Blunder in der Hand habe, kann ich einfach nichts. Ja, aber echt. Also wirklich. Da musst du wirklich aufpassen. Also ich auch.
erstmal gucken, was hat der Gegner für Waffen. Das ist mir so oft aufgefallen. Das weißt du oft erst, wenn du schon tot bist. Ja, genau. Ja, ich bin halt. Ich bin halt echt bei so Blunder echt voll noobig unterwegs. Auch wenn ich sehe, dass der mit der Blunder unterwegs ist, ich laufe dem trotzdem in die Arme und da kann mich halt einfach jeder killen. Ja, das muss ich echt mal anpassen. Das ist voll dumm. Und wenn du es dann drauf hast, ist die Blunder ein Witz. Wenn du dich auf Abstand hältst, der schießt, dann hast du ja ein paar Sekunden, um den anzugreifen. Aber ja, genau. Du dann auch erstmal hinkriegen. Ja, genau. So, müssen wir jetzt noch was finden? Ich hoffe nicht. Das haben wir jetzt gefunden. Jetzt müssen wir den Schädel müssen wir jetzt irgendwo hinbringen, oder? Ah, guck mal. Gripper, hör auf deinen Herren, ich muss ruhen. Während ich schlafe, bringst du mir den Knochenschädel dieses Gauners Douglas, den haben wir ja. Auf welcher Seite bist denn du? Die letzte jetzt. Achso, okay. Wenn Captain Shaw mal Befehle befolgen kann, habe ich bald auch die Mittel, um ihn zu uns zurückzuholen. Mein Ruheplatz ist mit Q gekennzeichnet bei den Befestigungen im Osten. Ah, okay. Mit Q gekennzeichnet bei den Befestigungen im Osten. Ist also bei der Kanone wahrscheinlich. Oder ein Turm. Na, ein Turm ist ja nicht hier. Osten war mal gerade. Mit Q. Den Schädel hast du aber, hoffe ich. Den haben wir im Dings im Boot, im Schiff. Befestigungen im Osten, das muss eine Kanone sein oder sowas. Mal kurz snacken. So. Ich hab ja eine Kündigungsfrist, ich muss die Quest trotzdem machen. Es gab auch mal eine Quest, wo man diese Buchstaben auf der Karte machen musste. Weißt du, Q, der Planquadrat Q war das da. Da weiß ich jetzt nicht. Ach so. Ja gut, aber wir müssen erstmal die Befestigungen finden. Ja. Ein Ruheplatz ist mit Q gekennzeichnet bei den Befestigungen im Osten. Q bei den Befestigungen. Es könnte auch ein Fels sein, durch irgendeine komische Übersetzung. Ich bin mir jetzt echt nicht sicher. Ich bin bei Sea of Thieves schon mittlerweile alles gewohnt. Befestigungen im Osten. Das könnte echt alles sein. Ich guck mal auf der Karte, ob das Kuh mir was sagt. Ja, genau. Einmal war es auf jeden. Nein, der kleine Drecksack, Alter. Was? Schnell aufs Schiff, ich muss reparieren. Jetzt hat er denselben Schaden erst gemacht. Fuck. Aber nicht schlimm, das kriegen wir hin. Der holt gerade die Sachen, macht aber nichts, weil, wie gesagt, wir töten den ja eh. Ich muss nur gerade. Naja. Jetzt bin ich gerade ins Wasser gesprungen, ganz nach unten. So, pass mal auf, Junge. Wenn er drauf gewartet hätte. Ich bin auf dem Schiff. Ja, sehr gut, ich töte ihn. Na, ja, daneben. Boah, ich geh jetzt dahin. Kommst du klar oder ne? Ja, ja, alles gut. Ey, nee, das bringt mich auf. Sehr gut. Also, was bringt das ihm denn? Ja, null. Rache. Es geht ums Prinzip. Aber er schafft's ja nicht, das ist es ja. Ja, ja, genau. Ich würde mir voll dumm vorkommen. Jetzt hat er ein paar Schätze geholt. Oh, die hole ich mir jetzt zurück. dann soll man schon richtig solo spielen. Meine Güte. Ja, echt. Also ich würde uns auflauern. Ich würde einfach die ganze Zeit hier an Bord bleiben und dann, wenn wir abgeben, würde ich meine große Zeit kommen sehen. Wo ist denn sein Schiff ist links von uns. Komm, wir schießen das. Ach. Komm, wir machen das jetzt. Wenn wir hier links rausfahren, ist ein Schiff. Jetzt heißt es PvP. Jetzt heißt es PvP. Mach mal. Haben wir sonst noch irgendwas verloren? Nee, der ist halt so cool. So, ich geb schon mal Gas. Ja, hat er irgendwas geklaut von uns? Ich hab eine Aschetruhe schon. Was ist denn hier mit dem Anker? Ist der erste. Eine Aschetruhe war da, ja.
Vorsicht, er kommt. Er kommt, er kommt, er kommt. Übernimm Steuer, ja. Ich mach Kanonen. Ja. Steuerleute ist kaputt. Okay. Ich bloß. Gut, Kanone bereit. Schieß drauf. Geh mal runter. Leider keine Supplies dabei. Ist das Steuerrad reparieren? You stole my fish. Ja, stimmt, sag ich doch. Ich bin schuld. Aber stimmt wirklich. So rollenspieltechnisch würde ich mich auch voll verarschen. Total, natürlich, ganz klar. Wieder an Bord und klauen meinen Fisch. Aber ich würde es einfach nur akzeptieren, weil er ist halt einfach alleine, ja? Was will er machen? Das bringt doch also nichts. Ich wäre dann auch angepisst. Natürlich wäre er auch angepisst, ganz klar. Deswegen habe ich ja gesagt, der war absolut schöne keine Treffer. Gefahr. Der war absolut keine Gefahr, deswegen habe ich den ja in Ruhe gelassen. Aber das ist halt mein Anspruch für PvP. Okay. Also, wenn ich jemanden angreife, dann will ich auch was davon haben. Okay. Damit hast du uns in den Weltkrieg geführt. Genau, jetzt haben wir Krieg. So, ich könnte den Born. Ah ne, er ballt uns durch gerade. Was? Ne, tut er nicht, okay. Ich spring mal rüber. Achso, sein Mast ist gebrochen. By the way. Free fish. And for this you die? Ja, aber echt. Es ist eine. Es sind zwar. Er schießt. Ja, ich komme, ich bin gleich an Bord. Ne, passt alles gut. Also bei ihm. So. Der kann halt nicht wirklich schießen. Schießt voll daneben. Weg ist er. Ja, genau. So, pass mal auf, jetzt mache ich nämlich mal Spawn-Killing. Jetzt hat er mich so angepisst, jetzt klaue ich dem noch was anderes. Now we got all from you. Not only the fish. Ja, dann machen wir jetzt Enter-Manöver. Hilft ja nix. Ich repariere sein Schiff ein bisschen. Wir holen die Supplies raus. Ja, die ein neues Schiff bekommen. Was Wasser will er denn? Raus? Ich glaube, es hackt hier. Ich glaube, es hackt. Ha, Yannick, Savadere. Okay, er müsste gleich wieder da sein. Ich warte. Bereit. Da ist er. Lesen alles zum Glück noch sehr gut. Alles ja, genau. Klar, ja. Alles mitnehmen. Oh doch, er hat schon noch ein bisschen was gesammelt. Oh cool. Ist doch nice. Dankeschön. Und ich wollte dich eben auch nicht anmeckern, da habe ich hoffentlich auch nicht. Nö, nö, alles also, gut. Ich bin dann halt wirklich schon der Rollenspieler, der sagt, wenn jemand da so steht, dann bin ich, wenn dann die Nusche, wenn ich anfange, da so ein was so einen friedlichen da zu überfallen, nur damit ich mich geil fühle. Der macht gar nichts, hat nichts. Also warum soll ich da jetzt einen auf Dicken machen und mich noch freuen? Ich würde mich eher schämen. Nö, nö, also. Deswegen habe ich auch eben dann noch Fisch gelassen, muss ich echt sagen. Da bin ich dann so. Ja. Ich hätte noch ganz, ganz beklauen können, habe ich nicht gemacht. Ja. Ja. Ist er wieder da, Alter? Ja, ja. Also, was ist denn los mit dem? Er ist gerade runtergefallen, ne? Ja. So, bist du. Ich geh mal zum Reparieren. Hol noch Supplies. Naja. Dafür habe ich ihn ausgeraubt mit meiner Crew. Bist es du? Bist es du? Nee. Ich bin an Bord hier. Der ist bei uns. Ach, ist er jetzt bei uns? Ach, genau. Ja, er ist down. Was will er? Ja, ja, da auch wieder. Jo, mit drei Leuten. Da würde ich jetzt auch keinen dicken machen. Ja. Aber ich bin ja selbst schuld. Weil da war ich selbst schuld. Ich habe gemeint, ich müsste jetzt einen aktiven Angriff machen gegen eine Crew. Ja, wo die sehr gut, sehr gut zusammenspielt. Dann ist klar, dass ich da den Kürzeren ziehe. Ja klar, natürlich. Aber die müssen jetzt nicht denken, sie wären geil, die eine Solo-Schandmitte. Mach die doch weg. Ja, wir wollen natürlich die ganzen Supplies noch holen.
So, haben wir noch ein paar. Ist er wieder da? Da, er springt wieder rüber, kein Problem. Wenn er die Leiter hochklärt, kann ich nicht schießen. Wo bleibt er denn? Er ist bei uns. Ah, ich geh grad rüber, mach ich da. Ja, okay. Mein ja, Gott. Feuer. Oh, Kitty! So, tot. Mein Gott. Ich mach gerade das Schiff. Hast du Supplies alle? Bisschen was ist noch da. Ich geh nochmal drüber. Ey, Optik, aber der ne? Ich hab gar nicht gesehen. Wieso macht der Melfa sowas? Finde ich aber nicht so nett, an die Bratensau auszurauben. Oh, warte mal, die gehen gleich unter. Oder der geht gleich unter. So, jetzt ist er leer. Jetzt kann er untergehen. Auf Wiedersehen. Er ist im Wasser, er ist im Wasser. Keine Munition mehr, schade. Ich gehe mal kurz bei unserem Board, ich brauche Munition. Ja, ich stehe oben drauf. Irgendjemand plätschert hier, dann das bin ich, das bin ich. So, ich bin im Wasser. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ah, der ist rausgegangen, glaube ich. Ich sehe ihn gerade nicht mehr. Ja, verstehe ich halt auch nicht. Das war, naja. Das Kuh. Es gibt hier gar kein Kuh, ne? Doch, guck mal, Kuh im Osten. Kuh? Auf der Karte gibt's Kuh im. Das Kuh, das wäre sogar Osten, aber das ist nix. Ich. Boah, nee, ich glaube, da bin ich auf der falschen Karte. So, jetzt bin ich, der hochkommt. Ja, da ist eine Mermaid. Die Mermaid ist hier, genau. Der muss irgendwo da sein, ich sehe ihn aber nicht. Bist das du? Der schwimmt? Ja, im Wasser schwimme ich gerade unter dem Schiff, ja. Nee, aber hier ist. Ich nehme mal die Mermaid. Mr. Melfa hat ja mal bei mir rumgeweint, glaub, weil ich andere Schiffe angegriffen habe. So, ja. Ja, also, ich habe das damals auch ein bisschen komisch gefunden, dass man hier immer bei Sea of Thieves auf Gegner drauf geht, so wie du jetzt zum Beispiel Optics. Aber ich mache es einfach auch, ja, weil es macht einfach Spaß, wenn es jetzt nicht dauernd der Verlierer bist. Es versteht halt auch keiner, was ich meine. Ich installiere dieses Spiel doch nicht und mache dieses Spiel an, um nur Server-Hopping zu betreiben und zu kämpfen. Das ist nicht das, wofür Sea of Thieves entwickelt wurde, finde ich immer noch. Das ist nur das, was ich nicht gut finde. Mittlerweile würde ich jetzt auch nicht mehr zu dir kommen auf den Server Optics und da rumheulen. Aber ich finde das halt, weiß ich nicht. Das gehört dazu, PvP, aber sich nur einzuloggen. Aber du kannst es ja gerne machen. Ist ja auch spannend gewesen. Nur ich war damals ein bisschen, das stimmt, übertrieben. Getriggert. Also du hast halt einfach einen Vorteil, wenn du andere ausraubst, ja, und das Spiel gibt halt auch vor, dass du das machen kannst. Moralisch gesehen ist es halt so, wenn du jetzt die ganze Zeit nur ausraubst, dann nimmst du den anderen den Spielspaß. Weil du bist ja da doch stundenlang beschäftigt bei Sea of Thieves und verlierst dann deine Ladung. Es gibt halt so viel zu entdecken in dem Spiel hier, statt sich einzuloggen und im Fortnite-Milieu die Leute alle wegzuklatschen. Aber ja, das klar. Muss ja jeder selbst wissen. Ja. So, da ist noch eine Mermaid hier. Ja, es sind zwei. Vielleicht ist er noch irgendwo auf der Insel. Ich habe ihn nicht zum Schluss nicht mehr gesehen. Viele Fliegen hier. Würde es cool finden, wenn er noch irgendwo hier ist. Ach, da läuft. Hä? Da ist er. Hä? Ashen Guardian. Achso. Geil. Ashen Guardian. Alles hier findet. Da ist er! Der ist er am Strand ist er. Am Strand ja. Ist er. Ja, okay. Dann rufe ich ihn mal in den Blumen. Jetzt kommt er. Ein Treffer. Und ja, down. Ja, geil. Oh Mann. Der will es echt wissen. Der will es echt wissen. Ja, es geht nur ums Übertreiben. Ja, genau. Sonst ist ja, ich mache auch gerne PvP, aber ich mache es doch nicht nur an, um Leute zu jagen. Also es tut mir leid. Das ist noch die Mermaid, aber das passt schon. So. Oh cool. Aschgrei Auslöschung. Ja komm du hier. Also,